dem Playmobil ja in den vergangenen 4 Jahren mit Lizenzreihen zu Ghostbusters, Zurück in die Zukunft oder auch Scooby-Doo die eigenen kreativen Spielzeugwelten ergänzt hat, kommen im November neue Lizenzprodukte zu Filmen und Fernsehserien auf den Markt. Mit der USS Enterprise aus der Star Trek Classic Serie rund um Kirk, Spock und Co. setzen sich die kreativen Spielzeugentwickler aus Zirndorf selbst neue Maßstäbe. So ist die bespielbare Enterprise mit 101 cm Länge und 40 cm Breite nach eigener Aussage wohl das größte und luxuriöseste Spielset, welches man bis dato herausgebracht hat. So haben die kreativen großen Jungs und Mädels in der Entwicklungsabteilung von Playmobil scheinbar ganze Arbeit geleistet. Nicht nur, dass man die gesamte Hauptcrew als Playmobil-Figuren mitliefert, so gibt es unter den insgesamt 136 Teilen des Sets auch detailliertes Zubehör, welches auch die Fanherzen höher schlagen lässt, zum Beispiel kleine Tribble-Figuren. Die Enterprise selbst verfügt über eine Vielzahl an Licht- und Soundeffekten, die sich via Bluetooth-Schnittstelle über das Smartphone steuern lassen. Der implementierte Akku lässt sich via USB-Anschluss aufladen. In dem gigantischen Sternenschiff lassen sich die Zentrale und der Maschinenraum bespielen. Auch hier gibt es scheinbar einige Lichteffekte. Das stolze Föderationsschiff lässt sich mittels mitgelieferter Elemente via Deckenhalterung oder auch per Tischständer präsentieren. Insgesamt kann man wohl sagen, dass hier nicht die Kinder, sondern eher die finanzstärkeren Papas und eventuell auch Mamas die Zielgruppe sind. Denn die jüngeren Kaufgruppen lassen sich wohl eher noch mit Star Wars das Geld aus der Tasche ziehen. Wie schon bei Zurück in die Zukunft dürfte das Interesse eher bei den älteren Käufergruppen liegen. Auch die nächsten Lizenzprodukte von Playmobil unterstreichen diese Einschätzung. So erscheinen im November neben der Star Trek Enterprise auch noch der A-Team Van und der 007 Aston Martin DB5 aus Goldfinger. Letzterer ist unter anderem auch mit dem berühmten Schleudersitz und dem Wechselkennzeichen ausgestattet. Mitgeliefert werden 4 Figuren, darunter auch Goldfinger und sein Handlanger Oddjob. Auch beim A-Team Van sind die 4 Hauptprotagonisten Hannibal, Face, Murdoch und BA dabei, die als ehemalige Sondereinheit des Militärs Menschen aus Notlagen helfen, während sie noch selbst von der Militärpolizei gejagt werden. Beide Produkte sind klar auf die 40-plus-Generationen abgestellt, die nun endlich die Spielzeuge bekommen, die sie sich in ihrer Kindheit immer gewünscht haben. Ein kluger Schachzug von Playmobil. Da frage ich mich als End-40er doch, wann denn endlich die Playmobil-Version vom Batmobil, von der Batcave, von Castle Grayskull, Knight Rider, Robocop, den Universal Monsters oder der Orca aus dem Weißen Hai kommen. Wir sind gespannt.